Hallo und herzlich willkommen bei Berliner AR-Drohnen. Mein Name ist Stefan Förster und heute möchte ich euch gerne etwas, mal was anderes zeigen. Und zwar geht es heute mal nicht um eine Drohne, zwar auch um etwas, was fliegen kann, aber in diesem Fall um einen Helikopter von Similus. Den habe ich mal vor einer Weile auf der IFA gewonnen und habe diesen einen Kumpel geschenkt. Er sieht auch schon nicht mehr ganz so original aus. Er war vor einiger Zeit schon mal in Reparatur bei mir. Da haben wir die Flügelblätter ausgetauscht, da haben wir einfach einen anderen genommen, den wir irgendwo mal her hatten, der kaputt ist, und haben quasi aus zwei einen gemacht. Nun ist er wieder da, ein völlig anderes Problem. Und zwar betrifft es diesmal die Funkfernsteuerung. Das ist diese hier, mit einer schönen Antenne zum Ausklappen. Viel Technik wird allerdings nicht drin sein, sie fühlt sich schon relativ leicht an. Wiegt wahrscheinlich nur ein paar Gramm. Hier sind die Batterien drinne. Und hier ist noch ein Fach zum Aufschieben, hier ist noch ein Kabel drin für eine extra Stromversorgung und ist insgesamt mit 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben, also wahrscheinlich 6 Schrauben, hier drunter wird wahrscheinlich auch noch eine sein, mit 6 Schrauben zusammengesteckt. Das Problem an dieser Fernbedienung ist ein ganz einfaches. Diese LED, was die macht, kann ich absolut nicht sagen. Auch was dieser Knopf hier in der Mitte soll, das ist irgendwie wohl zum Koppeln oder so, haben wir nie wirklich benötigt oder gebraucht. Eigentlich sollte jetzt schon eine LED leuchten, wenn es auf angeschalten ist, aber das ist nicht der Fall. Der Schalter ist auch ein bisschen schwergängig und hat entweder irgendwo einen Wackelkontakt, gerade hat man es ein bisschen aufblitzen sehen. Wir müssen es mal ein bisschen aufschrauben, mal gucken, was dort drinnen los ist und wie es überhaupt von drinnen aussieht. Ich habe so eine Fernbedienung noch nie aufgemacht, bin selber doch sehr gespannt. Hiermit reguliert man die Höhe und hiermit die Flugrichtung, beziehungsweise links, rechts drehen, vorwärts fliegen, zurückfliegen und hier die Steighöhe. Mehr kann das nicht. Hier könnte theoretisch ein Display drin sein, ist halt nicht das Beste, aber ist immerhin gewonnen, ist gewonnen. Und zum Wegschmeißen ist es zu schade. Er hat viel Freude uns bereitet und daher schauen wir jetzt einfach mal nach. Die Batterien lassen wir erstmal drin, weil die Elektronik wird vermutlich erfahrungsgemäß im Unterteil verbaut sein, nicht im Oberteil. Und daher nehmen wir erstmal nur die Schrauben raus und gucken erstmal, ob sich hier drunter überhaupt etwas befindet. Das ist hier einfach nur so ein bisschen reingeklickt. Hier ist auch, wie gesagt, das extra Kabel drin. Wenn man das jetzt noch an eine andere Stromversorgung hängen wollen würde oder die Akkus zum Laden. Ich müsste jetzt selber nochmal in die Anleitung gucken. Und hier ist auch schon die andere Schraube. Die lösen wir dann auch mal gleich. Hier haben wir das Oberdeck. Das sieht erstmal nicht sonderlich spannend aus. Das legen wir erstmal hier hin. So, hier ist die Antenne. Da bin ich auch schon das erste Mal enttäuscht. Das ist das Antennenkabel. Das geht noch nicht mal mit rein. Ich hatte allen Ernstes geglaubt, dass dieses, auch wenn es billig aussieht, doch tatsächlich eine sinnhafte Funktion erfüllt, so wie man es kennt und so wie es sein sollte. Aber es ist leider nicht der Fall. Schade, dabei hätte das Kabel auch fast bis nach vorne gereicht. Reinstecken geht nur ein kleines Stück, weil das hier oben komplett voll Plaste ist. Na gut, das ist sehr schade. Kann man nichts ändern. Hier ist auch die Zugentlastung sehr professionell gelöst mit dem Knoten. Wird aber heutzutage häufig gemacht. Wie gesagt, das ist hier der Höhenregler, hoch, runter. Und den muss man halt beim Fliegen festhalten, ne? Und dann haben wir hier einmal noch, um vor, zurück zu fliegen und links und rechts. Ich überlege auch schon innerlich, wie man das Ganze lösen könnte. Es wackelt halt echt sehr. Es macht den Eindruck, dass dort irgendwie die Kontakte nicht hinhauen. Die Frage ist nur, wackelt es an der Platine oder wackelt es oben? Nein, es wackelt tatsächlich an der Platine. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Nee. Da passiert gar nichts.
Wir packen das nochmal beiseite. Wir nehmen uns das hier. Denn wir hier von Berliner Erdrohnen haben natürlich alles auf Vorrat. Fast alles. Und zwar hätten wir hier einen passenden Stecker. Einen passenden Schalter. Der fast reinpassen könnte. Was er nicht tut. Durch die Öffnung. Aber es sollte ja nicht das Problem sein, die Öffnung größer zu machen. Könnte man das von unten verschrauben? Man könnte es festkleben. Aber von Kleben bin ich eigentlich nicht so der Fan. Dann lieber schrauben. Gut, die Öffnung größer zu kriegen, die Breite haut ja schon fast hin. Und das hier da ein Millimeter. Das hier auch nur ein Millimeter. Das könnte man ja eigentlich fast auseinanderbauen. Geil wäre es, wenn wir kleine Schräubchen hätten, aber daran wird es wahrscheinlich scheitern, an den Schräubchen. Unten an den Pinsel ist quasi genau der gleiche. Um die Frage vorzukehren, wahrscheinlich können wir das nicht ausbauen und diesen dafür einsetzen. Das wird nicht funktionieren, weil es schon samt Gehäuse ist und ich glaube, das mit dem Austauschen würde nicht funktionieren. Das können wir aber gleich nochmal ein bisschen uns genauer begucken, ob das funktioniert. Ansonsten hätte ich jetzt einfach hier drei Kabel rangelötet und da hätte ich sogar passende. Hätte ich einfach drei Kabel rangelötet und auf der anderen Seite auch. Ich sag mal so von 2 bis 3 cm Länge. Und dann sollte es funktionieren. Für all die, die sich jetzt fragen, na, wo kommt dann welches Kabel ran? Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein sogenannter Ein-Ein-Schalter. Egal, wo die Stellung ist, wäre theoretisch Strom an. Wahrscheinlich ist der eine Pin nicht wirklich belegt oder schließt irgendeine andere oder löst irgendeine andere interne Funktion aus, schaltet um auf den externen Stecker oder dergleichen. Jedenfalls ist auf dem Mittelpin der Strom. Nach links würde dann der Stromkreis geschlossen werden. In dem Fall würde die Fernbedienung an sein. Nach rechts wäre dann halt aus. Wurde halt entweder ist der Pin einfach nicht nirgendwo angeschlossen, kann sein, dass er einfach nur dort in der Platine der Vollständigkeit halber drin steckt, weil ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen deutsche Wertarbeit. Oder wie gesagt, man macht irgendwas anderes, aber das begucken wir uns jetzt einmal. Wir packen den Schalter hier nochmal zur Seite, damit er nicht wegkommt. Wir müssen also gucken, noch einmal, warum das hier wackelt. Ja, na, weil die Lötpunkte locker sind. Na, das habe ich mir gedacht. Wir löten das nochmal. Und zwar haben wir hier Lötzinn. Habe ich hier. So, dann kann der Schalter erstmal wieder weg. In der Hoffnung, dass es dann auch wirklich funktioniert. So, wir haben hier unseren Lötkolben. Ich probiere erstmal auf gut Glück und guck, was passiert. Oh ja. Ja, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Hier ist so eine kleine Platte. Und die gehört eigentlich an die Platine und nicht hier so eine Luft, wie sie gerade hier so rum wackelt. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie sehen. Ich hatte gehofft, dass ich euch zeigen kann, dass man das reparieren kann. Also man kann es reparieren. Ich hab ernsthaft gedacht, es ist wirklich nur der Schalter. Ja, da werden wir auch keinen anderen Dings rankriegen, keinen anderen Schalter. Nee. Sehr schlechte Karten. Das tut mir echt leid. Wir gucken trotzdem noch mal runter. Ach so, dann haben die es ganz anders gemacht. Alles klar, okay. Gut. Ich muss mich korrigieren. Der Strom kommt am ersten Pin rein und geht auf den, also dieser Mittelpin, wenn ich euch das hier nochmal zeige. Der Strom geht hier rein und geht hier wieder raus. Dieser Pin ist nicht belegt, der ist einfach nur zur Dekoration an der Platine befestigt. Also der wäre auch völlig egal. Das heißt, dass wir an dem Lötpunkt hier oben, wo das Kabel angeschlossen ist, das rote, theoretisch den Einstecker anbringen könnten, beziehungsweise
direkt an diesem Schalter, der hier dran ist. Dann könnten wir ihn dran lassen, einfach an dem Pin anlöten mit dem Kabel. Und dann geht er ja raus. Das wäre dieser dann hier in der Mitte. Ja, ich hoffe, ihr könnt es irgendwie alle so ein bisschen erkennen. Also wie gesagt, hier kommt der Strom rein. Der ist hier drüben angeschlossen hinter diesem Kabel hier. Ne, da. Hier, warte, Sekunde. Ja, genau. Hier geht der Strom rein. Geht hier die Leiterbahn lang. Geht hier in den ersten Pin rein. Also dieser da. Geht dann, wenn es angeschaltet ist, aus dem Mittelpin wieder raus. Geht hier runter. Zack, 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 zack. Und geht daran. So, das heißt, hier verteilt sich der Strom eh. Der geht einmal noch da hoch und er geht nochmal hier runter und nach überall hin. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir gucken mal, was da für ein Bauteil dran steckt. Unter anderem auch eine LED. Ach, ein Widerstand haben wir da dran. Na, das ist ja praktisch. Alles ist ja Optimum. Das freut mich. Dann kriegen wir es doch noch hin. Also, hier ist auch eine LED, die erstaunlicherweise immer nie leuchtet. Ich überlege gerade, ob wir die auch noch mit in Gang bringen. Aber das lassen wir sein. So viel Zeit haben wir nämlich sonst nicht. Oder beziehungsweise haben wir jetzt gerade nicht so. So, das heißt, wir besorgen uns als erstes ein paar Kabel. Und dann machen wir das so, wie wir gesagt haben. Dann machen wir es wieder zusammen. Und dann sollte das eigentlich wieder ohne Probleme einwandfrei funktionieren. Und dann gucken wir mal, dass wir das an dem roten Kabel, also an diesem Pin hier drüben, anlöten können. Und dann bräuchte man das einfach nur so, zack, zack. Das könnte sogar echt gut funktionieren. Achso, wir können es ja da durchstecken. Ja, das ist ja überhaupt der Plan. Genau, noch, dann machen wir das da. Könnten wir es ja mal hier so ein bisschen noch kürzen. Jawohl, das passt. So geht das. Und ich wollte schon die Hoffnung aufgeben. Meine Güte. Achso, dann können wir gleich mal das andere machen. Das wollen wir es dann hingelegt. Hier. Das könnte ja im günstigsten Fall auch noch dazwischen passen. Dann können wir das Ganze nämlich mit Klebepunkten versehen. Ach, dann machen wir das mal hier hin. So, dann brauchen wir wieder unseren Lötkolben. Für all die, die das nachbauen. Es würde sich empfehlen, wenn man da noch mal ein bisschen was rauf macht. Also ein bisschen auf die Lötstellen halt einfach noch ein bisschen ja, Kleber oder Plastidip. Also es ist so, Plastidip ist flüssig Gummi, was man auch für Elektrik verwenden kann, um einfach Sachen komplett abzuschließen. Eine coole Sache. Ich arbeite damit eigentlich, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, sehr gerne. Aber muss man jetzt nicht unbedingt. So, wir bauen es jetzt erstmal wieder zusammen. Wir lassen das alles so. Und kümmern uns dann, dass die Kabel dann halt da rankommen. Der rote kommt an den ersten Pin und der weiße kommt an diesen Pin hier, ja? Und jetzt gucken wir, dass wir das da angelötet bekommen. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Im günstigsten Fall würde das jetzt so ganz gut funktionieren.
Na komm, geh dazwischen. Ja, wunderbar. So, zack. Zack. Etwa stelle ich mir das Ganze vor. Und jetzt müssten wir eigentlich das nur noch da ranlöten. Bisschen schräger machen hier, so. Und dann ja, das war Nummer 1 und Nummer 2 machen wir jetzt. Da gucken wir mal, das liegen wir hier lang, ich will es eigentlich nicht kürzen. Achso. Bam bam. Wunderbar. So, dann machen wir das auch noch fest. Dann bauen wir, gucken wir. Nee, dann bauen wir zusammen. Ich gehe davon aus, dass das Ganze funktioniert. So. Nicht schön, aber selten. Und damit sollte das Ganze wieder in Ordnung sein. Hoffe ich mal. Wie gesagt, wir bauen es jetzt erstmal wieder zusammen. Läuft, wie ich es vorausgesagt habe. Alles wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Funktioniert das erstmal soweit wieder. Wir machen hier hinten noch einen Klebepunkt dran. Und dann sollte das auch wieder ganz sein. So, Werkzeug immer schön wegräumen. Hat alles seinen Platz. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euch allen noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.